Das Elbjazz-Festival in Hamburg fällt im kommenden Jahr aus. Als Grund nennt der Festivalleiter, dass sich die Headliner-Suche für 2025 schwierig gestaltete, da das Elbjazz wieder auf genrenähere Headliner zurückgreifen wollte, in Frage kommende Künstlerinnen und Künstler jedoch zum Festivaltermin Anfang Juni nicht verfügbar waren. Doch auch logistische Herausforderungen und die nach wie vor steigenden Produktionskosten spielten eine Rolle bei dem Entschluss. Für Personen, die bereits ein Ticket für das kommende Jahr gekauft haben, behält dieses ihre Gültigkeit für die Ausgabe 2026. Alternativ können die Tickets aber auch zurückgegeben werden. Wie das Elbjazz mitteilt, wird der Kaufpreis dann inklusive der Vorverkaufsgebühr erstattet.